Ich gehe in meinem Browser auf die Pilz-Webseite und öffne den MyPnotz Creator. Mit diesem intuitiv bedienbaren Online-Tool können Sie schnell und einfach Ihr individuelles MyPnotz zusammenstellen. Anhand dieser Beispielapplikation zeige ich Ihnen nun, wie Sie die dazu passende Sicherheitslösung erstellen. Am Ende haben wir Ihr individuelles MyPnotz. Wir sehen zuerst den Logikeditor. Damit definieren Sie im Handumdrehen Ihre Sicherheitsfunktionen und deren logische Verknüpfung. Ich erstelle jetzt zusätzlich zu der bereits vorhandenen Sicherheitszone eine Sicherheitszone mit einem Lichtgitter und einem sicheren Halbleiterausgang. Dabei überprüft der MyPnotz Creator automatisch Ihre Zusammenstellung auf Logikfehler und gibt Ihnen gegebenenfalls Unterstützung, wie Sie diese lösen können. Ich füge nun ein Lichtgitter hinzu und wähle mit zwei weiteren Mausklicks die Startart automatischer Start. Dann wähle ich einen Halbleiterausgang und in diesem Falle auch die optionale Funktion einer Ausschaltverzögerung. Die Ausschaltverzögerung von 2 Sekunden stelle ich ebenfalls mit wenigen Mausklicks ein. Der geniale MyPnotz Creator wählt dazu die passende und optimale Hardware-Konfiguration, sodass Sie nur kaufen und bezahlen, was Sie wirklich benötigen. Diese sehen Sie hier in der Hardware-Ansicht. Nachdem Sie die Applikation erstellt haben, können Sie diese im MyPnotz Creator simulieren und so das gewünschte Verhalten verifizieren. Ich löse beispielsweise einen Lichtvorhang aus und sehe die Reaktion Abschaltung der Zone 1. Wenn ich den Lichtvorhang wieder freigebe und das Startsignal erteile, schaltet Zone 1 wieder ein. Natürlich können Sie auch größere Applikationen mit bis zu 8 Erweiterungsmodulen zusammenstellen. Das zeige ich Ihnen jetzt in der Bestellübersicht. Dort sehen wir die komplette Hardware-Konfiguration sowie die zugehörige Stückliste mit allen erforderlichen Teilen. Sie können den Klemmentyp wählen und zusätzlich gibt es einen sogenannten Typecode, der Ihr individuelles MyPnotz beschreibt. Damit können Sie das MyPnotz wiederverwenden, indem Sie es importieren und Sie können es natürlich auch exportieren für Bestellungen. Ergänzend bekommen Sie eine umfangreiche Dokumentation, die die Bestellübersicht enthält, eine Verdrahtungshilfe und eine sogenannte Abschaltmatrix. Die Abschaltmatrix können wir auch direkt hier im MyPnotz-Konfigurator betrachten. Sie dient dazu, die Reaktion des MyPnotz-Systems auf die jeweiligen Eingangsfunktionen zu beschreiben und dient dazu, Ihre Sicherheitsfunktion zu verifizieren. Nun schicke ich die Bestellung zu Pilz ins Werk.